So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play To The Moon. Ja, auf einem neu aufgesetzten Rechner jetzt, weil ich da ein gewisses Problem versucht habe zu beseitigen, das sich aber letztendlich herausgestellt hat, dass es doch nicht im System selber lag, sondern dass letztendlich die schlechte Verbindung daran lag, dass der Powerline-Adapter, der DLAN-Powerline-Adapter nicht so recht zu funktionieren scheint im Download. Also meiner schickt an die anderen DLAN-Powerline-Adapter einen vollen Upload, deswegen war mein Upload immerhin normal, aber der Download, die Downloadrate von meinem Internet war grausig. Deswegen habe ich das einfach mal, ja, ein bisschen rumprobiert und so weiter und so fort und jetzt habe ich wieder eine normale Downloadrate. Zwischenzeitlich hatte ich es auch über den DLAN irgendwie hinbekommen. War aber scheinbar nur Glück. Und jetzt gehe ich halt einfach, bis ich eine Lösung für dieses Problem habe, einfach über unser WLAN rein. Dann habe ich die volle Downloadrate. Auch wieder, die unsere Leitung immerhin hergibt. Jetzt an meinen Upload-Zeiten wird sich da, wie gesagt, nichts verändern, aber ja. Immerhin kann ich jetzt zum Beispiel auch wieder ohne viele Probleme ja, YouTube klotzen. Hä? Wofür habe ich denn da jetzt ein Erinnerungsstück bekommen? Wieso auch immer, okay. Wir sind gerade immer noch in dieser. Ja, in sogar noch einer früheren Zeit von ihm, okay. Ich weiß zwar noch nicht so lange her, dass ich das gespielt habe selber, aber irgendwie weiß ich gerade trotzdem nicht so recht, was genau das letzte Mal war. Also ich weiß, was es in der Vergangenheit so weiter war, also nach und nach war. Beziehungsweise für uns ja eigentlich Zukunft, weil wir ja genau in die andere Richtung spielen hier. Aber ich könnte jetzt nicht zuordnen, was davon in der letzten Folge war. Deswegen lasse ich das diesmal einfach mal bleiben. Ich glaube, das mit der Bar, das war glaube ich schon vorletzte Folge. Okay, es ist auf jeden Fall interessant gemacht. Es ist auch eine coole Idee irgendwie mit diesem oben und unten abfaden ins Schwarze. Hat, finde ich, auch irgendwie was. Es ist mal eine besondere Art des Breitbilds, mehr oder weniger quasi. Jetzt für YouTube ist das vielleicht nicht so schön, weil dann einfach oben, unten, rechts und links schwarze Balken sind, aber gut. Muss man jetzt mal mit leben und ich werde jetzt garantiert auch nicht irgendwie das strecken oder so, weil ich halte es immer so eigentlich mit meinen Videos, dass ich die in der Originalauflösung lasse, eben auch bei 4:3 Spielen eben auch 4:3 Auflösung und auch keinen komischen Rahmen drumherum bastel oder so. Einfach weil ich auch an die denken möchte, die eventuell auch noch auf einem 4:3 spielen und wenn ich da rechts und links einen komischen Rahmen drumherum basteln würde, dann wäre ja das Signal vom Video auf 16:9. Und das sah dann auf dem 4:3 viel furchtbarer aus als ein 4:3 Bild auf einem 16:9 mit schwarzen Balken rechts und links, wie ich finde. Also, ja, ich weiß nicht, weil da ist dann das eigentliche Bild wirklich extrem klein sonst. Und, ja gut, mit schwarzen Balken muss man halt nur mal leben, meine Güte. Es ist einfach mal so. Das ist die Stelle, an der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich, was finden die Leute an ungewöhnlich hohen Orten und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Notiz, Höhenangst erhalten. Ah, okay, das haben wir ja schon mal mitbekommen, als er da nicht runterspringen wollte, ne? Höhenangst. Etwas, das Johnny und Whoever offensichtlich nicht haben, Dr. Watts hingegen schon. Wie war das, wo sie hinterhergerufen hat? Weichei! Nachdem sie ihn runtergekickt hat, das war aber auch gemein von ihr. Das muss man ja schon mal so sagen, ne? Hat schon eine freche Art, die Dr. Rosalin hier. Aber ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Ach, das sind die beiden. Deswegen hast du mich damals angesprochen? Ja. Wie sieht es jetzt aus?
Schätze, es gehört dazu. Hör mal, das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber Izzy meinte, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht so vermasseln sollen. Was ist das? Ein Hacky-Sack? Was ist ein Hacky-Sack? Kannst du ihn bis Anja werfen? Keine Ahnung, soll ich es probieren? Würdest du? Und er wirft, wird es ein Home Run? River! Bist du verrückt? Geh da weg! Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich. Er hätte das erste Treffen nicht so vermasseln sollen. Ja, das erste Treffen vom Eis sollte man nie wirklich vermasseln. Das ist nie so wirklich schön. Oh, ich habe immerhin das Memento gefunden, aber mir fehlt noch so ein bisschen so eine Erinnerung. Beziehungsweise, was heißt Erinnerung? So ein Link-Teil irgendwie. Keine Ahnung mehr, wie die hießen. Man muss ja immer diese 5 Stück da finden, damit man eben dieses Memento vorbereiten kann. Aber ich habe noch nicht alle. Deswegen, irgendetwas habe ich vergessen. Vielleicht diese Blumen. Nicht? Da komme ich nicht zu dem Baum hin. Irgendetwas habe ich vergessen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ha. Was könnte ich nur vergessen haben? Ja, nee, das ist zu weit hinten, oder? Das müsste schon irgendwo fast ganz vorne sein. Ist mal davon ausgegangen, dass man die in Reihenfolge findet. Und hier habe ich ja den ersten gefunden, nachdem ich hier direkt rüber bin. Deswegen nehme ich mal an, dass ich das nicht so weit hinten vergessen habe. Wobei das schon eine interessante Karte ist. Hier ist so ein bisschen frei, so ein bisschen hohl. Erinnert mich gerade dieses etwas hohle da an die erste Karte von einem anderen RPG Maker Spiel, welches mir empfohlen wurde, wo ich mal ein bisschen reingespielt habe. Da war man irgendwie am Anfang auf so einer schwebenden Insel. Aber muss ich sagen, hat mir soweit recht gut gefallen. Und ich bugge. Und ja, ich würde auf jeden Fall auch ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe einen Bughörer beschworen. Und ich will nicht zurückkehren. Ich will ins Hauptmenü, so wie es bei RPG Maker Spielen eigentlich der Fall ist. Und ich werde das vielleicht durchaus auch gerne mal spielen. Mir ist leider nur gerade der Name entfallen. Da muss ich nochmal nachgucken. Hä? Ach komm. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich meine, so schön dieses Spiel auch ist, aber es gibt eine Sache, die ich an diesem Spiel ein bisschen hasse. Mehr oder wenig. Und zwar, dass es immer im Vollbildmodus startet, aber da bin ich auch nicht der Einzige, dem das nicht so gefällt, wenn ich mir die Steam-Foren so anschaue. Und ja, das ist nämlich einfach nur deswegen, also ich fände es nicht mal so schlimm, wenn es mir dabei nicht jedes Mal die Fenster zwischen meinen beiden Bildschirmen irgendwie hin und her schieben würde, wie es gerade lustig ist. Das finde ich wiederum gar nicht lustig. Ach, stimmt, hier haben wir den zweiten gefunden. Sind die dann also doch ein bisschen durcheinander, aber da unten war ja nichts. Okay, ich werde jetzt auch gleich den Dialog nicht mehr nochmal erneut vorlesen, weil im Prinzip den kennen wir ja schon. Und deswegen
suche ich hier einfach nochmal irgendwelche Erinnerungsstücke oder was ich halt hier noch brauche, um dann eben das Memento vorbereiten zu können. Ja, das ist die Stelle, wo früher das Haus stand. Das hast du richtig erkannt. Die Notiz werde ich jetzt auch nicht nochmal anschauen. Zumindest nicht so direkt. Ah, das war jetzt das Letzte, okay. Okay. Hops, hops, genau. Hops, hops, hurra. Oder so ähnlich. Ja, und da war jetzt die erste, okay. Ist das dann nach Wichtigkeit sortiert oder wie? Ich kann es jetzt halt leider auch nicht überspringen. Ich kann höchstens alles einfach wegklicken. Aber okay, dann sind wir eben so lang nochmal diesen wunderschönen Leuchtturm. Also, ich finde die Grafik wirklich wunderschön. Muss man schon mal so sagen. Es kommt einem irgendwie so vor, als ob es eine höhere Auflösung als bei den früheren Epic Maker 2000 Spielen war, aber es ist tatsächlich auch 640 zu 480. Also wirkt irgendwie feiner, als ob da eine höhere Auflösung zugange wäre. Aber keine Ahnung, was da genau vor sich geht. Ah, es ist natürlich folgendes. Jetzt habe ich natürlich die Zeit nicht im Blick, weil ich versehentlich gerade eben, da ich mit den F-Tasten rumgespielt habe, die Aufnahme gestoppt habe und neu gestartet habe. Deswegen, ja, Memento gefunden. Deswegen, ja, muss ich halt gucken, vielleicht wird der Part halt etwas länger. Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare. Ah! Okay, Leute, vielleicht wird der Part etwas länger, vielleicht aber auch nicht. Ich gucke jetzt mal nebenbei kurz, wie lang die Aufnahme war. Die vorige. Das müsste diese hier gewesen sein, glaube ich. 9 Minuten. Okay. Ja, dann habe ich ja noch etwas Zeit. Dann sind wir gerade bei ca. 12 Minuten. Okay. Ich glaube, ihr habt das jetzt gerade auch live im Let's Play gesehen, wie ich den Explorer offen hatte. Aber ist egal. Dann reisen wir doch einfach mal weiter. Ich weiß nicht, sowas gehört doch auch irgendwie ein bisschen einfach dazu. Manchmal. Muss ja nicht immer alles rausgeschnitten werden oder so, was nicht so ganz geklappt hat. Ja, ideal 4 Züge, also das ist ja einfach. Ich fange jetzt bei dem hier an. 1, 2, 3. Ach komm, habe ich mich jetzt ernsthaft verdrückt? Drauf geschissen. So, Memento aktivieren. Ja, na, logen. Logisch, logisch. Und, ach, das ist ein Rucksack, okay. Okay. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Also dieses Gitter da unten wirkt fast schon so wie in einem Gefängnis, aber das eher nicht, ne? Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus, John. Störung? Ach, jetzt geht's um die Papierhasen, oder wie? Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aber du musst uns doch irgendwie helfen können. Anfangs war alles noch ganz in Ordnung, aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, sie ist nie wirklich da. Das geht mir langsam an die Substanz. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Nun ja, ich kann nicht für Sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht allein sein. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann. Dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Manchmal musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du ihr wichtig bist. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß. Was für eine Störung. Sag mal, warum wirkst du eigentlich so normal, Izzy? Ich meine, habt ihr nicht die gleiche Sache?
Nun ja, bei mir wurde es festgestellt, als ich noch sehr jung war. Es ist mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Weißt du, ich beneide Wilfer ebenso, wie ich sie bemitleide. Was soll das jetzt wieder heißen? Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mein Leben lang eine sein musste. Das Spiel wird immer interessanter. Ist das ein Plattenladen? Da unten rechts steht Wilfer, oder wie? Nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst. Immer. Ich bin so gut darin geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber Wilfer hat das nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder es nicht wollte, ob sie tapfer war oder feige. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Vorstellerei einfach nicht mehr aushalten kann. Und dann merke ich, es ist zu spät. Die Isabelle, die die Leute kennen, ist nur eine Show für und mein wahres Ich ist zu einer Fremden geworden. Ich glaube, letztlich beneide ich sie. Wovon zum Geier reden die? Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen. Dann hast du wohl bisher keine einzige Frau getroffen. Das hier geht uns nichts an. Komm. Okay. Und damit haben wir auch schon das erste Stückchen, was wir brauchen. Ich würde sagen, die suchen wir beim nächsten Mal. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir weiteres erfahren werden. Also, ich habe diese Aufnahme jetzt etwas früher gemacht, als ich es normal machen würde, weil ich ja eigentlich auch relativ früh auf Kommentare oder so und so weiter eingehen will. Aber da zu diesem Display bis hier leider noch kein einziges Kommentar kam, auch wenn dieses Spiel sehr schön ist und mir wirklich auch empfohlen wurde, soll es kein Vorwurf sein, auch wenn es vielleicht so klingt, habe ich mir gedacht, nach dem Rechner neu aufsetzen, das ich ja vorher angesprochen hatte, kannst du dieses Projekt hier als eben erstes nehmen, um nochmal zu testen, ob denn auch alles wieder so eingerichtet ist und läuft, wie es du es gerne hättest. Naja, auf jeden Fall, mit diesen Worten verabschiede ich mich für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar und eine Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play To The Moon. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.